So, hallo, wir machen weiter bei Things. Letztes Mal haben wir das Freundschaftslevel gespielt. Und jetzt. Und den Kamin nochmal nachgeholt ohne Save States. Wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne nochmal an. Und jetzt spielen wir Grinders Not Saws, wo mir offenbar Grinders entgegengeflogen kommen. Ich bin. Ich sollte auch mal wieder hier Dings machen. Okay. Ich bleib hier stehen. Aber nee, muss ich gar nicht, weil die Musik bleibt ja eh am. Also die Musik läuft ja eh weiter. Oh mein Gott, einfach Zelda. Jo, wie soll ich das denn schaffen? Ah, so nämlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also da wird jetzt. Oh, da wird jetzt richtig viel Spin-Jump-Zeug kommen. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Na dann, auf geht's. Der Anfang ist ja schon mal sehr vielversprechend. Warum denn Zelda? Also, ist ein schönes Lied, aber. Weil es ein Turm ist? Oder ein Castle? Oder. Ich bin so ein bisschen über die Musikwahl immer irritiert. Ich finde sie schön. So, die Lieder sind schön und, aber. Irgendwie. Weiß ich nicht. Das hätte ich dann doch eher für was. Nicht so für ein Level zwischendurch gewählt. Wisst ihr, wie ich meine? So, das Main-Theme schlechthin auch noch in so einer geilen Variante. Das hätte ich nicht für ein Sägen-Level gewählt, weil das ist halt ein Sägen-Level. Also es ist Not Source, es ist ein Grinder-Level. Ja, aber das sind ja drehende Sägen. Kreissägen halt. Drehende Sägen! Wir haben sogar ein Wort dafür. Die Kreissäge. Ja, Mensch. Aber eben nicht richtige Säge. Oh mein Gott. Okay, wie mache ich den letzten Sprung da? Also, mir ist das Lied zu episch für das Level. Das ist, was ich meine. Wisst ihr? So, hier hätte jetzt eher sowas gepasst wie irgendein Donkey Kong-Lied vielleicht, ne, wo man so ein bisschen Geschicklichkeit zeigen musste. Irgendwie so ein Lied. Nicht, dass das Lied schlecht ist dafür, nein, aber es ist mir zu episch dafür. Ich bin einfach über die Musikwahl irritiert. Da hat man schon so einen geilen Patch. Dann baut man aber. Wo habe ich mich noch gewundert? Wo habe ich mich noch gewundert? Wo hätte ich noch ein anderes? Was war da? Irgendein. Ja, genau. In dem Geisterhaus, mit dem, wo ich noch gesagt habe, das erinnert an die Mega Man Stage. Da hätte man doch genau dieses Lied auch nehmen können. Eben von dieser Mega Man Stage. Ich weiß noch nicht, wie ich diese letzte Säge da auf die springen soll. Das muss ich noch irgendwie eruieren. So, hier, zack. Aber wie komme ich denn da hin dann? Muss ich dann noch schneller hin? Kann ich ja eigentlich schon gar nicht. Ja, also, wie mache ich das denn? Da kommt dann noch eine runter und ich muss aushalten. Also kommt die wieder vielleicht? Hm. Ja, aber wie gesagt, also so ein Lied, das. Das passt irgendwie zu Credits, das passt zu einem finalen Level, aber nicht zu so einem Sägen-Level für zwischendurch. Man, hört euch mal diese Stelle jetzt an. Das ist viel zu episch. Jetzt! Und jetzt? Ach, dann da unten. Dann da unten lang. Okay. Okay. Ah, ja. Mist. Aber wir kamen schon ein Stück wieder. Wir kamen schon ein Stückchen wieder weiter. Ein Stückchen! Jawohl, okay, gut, so geht das. Dann darf ich nur nicht an der Stachel verrecken. Das wäre jetzt noch. Das wäre jetzt noch eine Sache. Nicht an der Stachel zu verrecken.
Nein! 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 God dang it! Mist. Mist. Ah, komm schon. Mist. Okay. Dann darüber. Okay, das ist dann neu. Das war wieder ein Millimeter Fortschritt. Sehr schön. Okay, dann darüber. Und dann... Okay, und dann haben wir da ein bisschen... Dann dreht sich die Kreissäge da gleich im Kreis. Dann haben wir da vielleicht ein bisschen Verschnaufspause. Wir können gucken, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, das Level ist einfach nur ein Grinder-Level. Das ist tatsächlich so, wie es heißt. Grinders, not saws. So, ne? Es ist... Wenn man das jetzt in Vanilla SMW anschauen würde. Oh. Oh, Junge. Wie mache ich das? So nicht. So. Wenn man das jetzt in Vanilla SMW anschaut... Oh, da ist der Midway Point. Wir haben es. Wir haben den Midway Point. Oh mein Gott. Episch. Wenn man das jetzt in Vanilla SMW anschauen würde, das würde so langweilig aussehen. Einfach nur ein Sägenlevel. Ne? Das wird eigentlich nur durch die Grafik und durch die Musik hier zu was Epischem. Ach, ich hätte warten sollen. Ach so, und alles andere ist als Grinder. Ja, jetzt check ich das erst. Die Blasen sind Grinder. Die Grinder sind Grinder. Und gerade eben war auch genau das da hier. Das sind die, die Unterwasserdinger. Ich habe den Namen vergessen. Die sind auch umgedingst. Oh, jetzt haben wir sowas hier. Okay. Runter, rüber. Okay. Mist. Oh, ich frage mich, wie weit es da noch bis zum Ziel gewesen wäre. Ich glaube, da war es nicht mehr weit. Ich glaube, da war es nicht mehr weit bis zum Ziel. Ich glaube, da war es nicht mehr weit bis zum Ziel. Aber ich... Wie ist denn eure Sicht? Sagt ihr, dieses Level wird der epischen Musik gerecht oder eher nicht so? Also ich bleib bei Nein. Das Level wird nicht der epischen Musik gerecht. Die Musik ist super. Keine Frage. Aber das Level wird der Epicness von diesem Song einfach nicht gerecht. Wenn es irgendwie so ein, keine Ahnung, Schwert-Gimmick geben würde oder so, wo Mario ein Schwert hat, so, dann könnte man das Lied super gut spielen. Aber das ist ja, es ist ja einfach nur ein Sägen-Level. Mich ärgert schon wieder, dass ich am Anfang das erste Mal weitergekommen bin, als dann alle weiteren Versuche. Das ist... Warum ist das denn so? Wieso komme ich denn beim ersten Mal richtig weit und dann nicht mehr? So, jetzt vielleicht mal wieder. Okay, jetzt sind wir fast... Ja, jetzt sind wir da, wo wir vorhin gestorben sind. Da, den Mond! Mond und dann kommt da auch das Ziel.
Okay, dann muss ich da nur noch vor fallenden Sägen aufpassen. Und dann kommt da der Mond und dann kommt da safe auch schon das Ziel. Oh mein Gott, wie gut. Okay. Dann haben wir direkt den nächsten Mond. Chillig. Bisher waren die echt nicht versteckt. Bisher waren die echt nicht versteckt. Also ich glaube, in den anderen Leveln gab es einfach keine Monde. Dann ist das halt so. Werde ich auch nicht anfangen, die zu suchen. Na! Okay. Mist! Mist! Mann, wir waren so weit. Jetzt sterbe ich wieder an dieser Mittelstelle hier. Das ist so nervig. Ah, nein, da darf ich. Ich muss da auf den anderen zurück. Das ist so nervig, da zu sterben, weil wir halt so weit schon waren. Und ich würde gerne wieder dahin kommen. Nein! Hör auf, da zu sterben. Hör doch einfach auf, da zu sterben. Wie oft soll das Lied noch durchloopen? Ach komm! So, hier drauf. Hier drauf. Hm, wieso hab ich... Ich muss einen mehr machen. Ich muss einen mehr auf dem unteren machen. Weil der da doch noch eine Weile braucht, bis er runterfährt. So, einen mehr und... Und dann sterbe ich da dran. Okay, cool. Jetzt passt's. Ah, oder ich mache vorher einen mehr auf dem. Das geht auch. Nein, wir waren... Oh, wir waren schon wieder fast am Ziel. Okay. Also am Mond. Ich habe das Ziel noch nicht gesehen, aber es sieht halt nach Ziel aus an der Stelle. Ganz einfach. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den Sägen ausweiche, die da fallen, aber das kriegen wir hin. Bin ich überzeugt von. Ja, so passt's. Das ist ja schon das Ende. Das ist ja schon... Also, das ist ja auch schon wieder alles hier. Mist! Mann. Das ist ja dann auch schon wieder alles. Oha. So war es nicht gedacht. Aber so wird es auch gehen. Gut, so, jetzt kann ich hier drauf, jawohl. Dann kann ich hier drauf. Ich will doch nur darüber springen dann noch. Es ist doch nicht mehr viel. Es ist doch nicht mehr viel. Die... Oh. Ach komm. Hör halt auf. Oh Junge, jetzt bin ich zu aufgeregt bei der Stelle. Das gibt's doch nicht. Jeder derartige Fehler regt mich auf. Weil es einfach, das braucht es einfach nicht. So, ich habe es am Anfang direkt geschafft, hier durchzukommen. Und danach mache ich lauter Fehler.
Und wir loopen schon wieder von vorne. Das darf nicht wahr sein. Können wir nicht einfach die Stelle so schaffen wie sonst auch? Dankeschön. War es jetzt so schwierig? Ach komm! Mist. Jo, das war klar. Oh Mann, wieso treffe ich denn nicht? Oh. Riecht mich das auf, wenn ich mich so anstelle? Nein. Ich krieg zu viel. Jetzt sind wir schon wieder in so einer Phase, wo ich viel zu lange an dieser Stelle sitze. Wo ich von der Stelle genervt bin, aber weil ich halt schlecht bin an der Stelle und nicht die Stelle selbst doof ist. Die Stelle ist super. Sag ich doch. Mein Gott. Schwierige Geburt. Okay, cool. Das hätte schneller gehen können. Das hätte schneller gehen können. Bin ich leider nicht ganz so mit mir zufrieden. Das hätte echt schneller gehen können. Na gut. So. Was fehlt uns denn jetzt auf dieser Overworld noch außer dem Pi-Balloon-Level? Hier geht's nicht weiter. Da unten waren wir lang. Das Ding hier, Yoshi Playtime, muss ich auch noch irgendwann machen. Da hat Quake schon geschrieben, da gibt's eine relevante Belohnung für. Okay, da haben wir hier alles gemacht. Das ist dieses Meme-Land, das lassen wir erstmal aus. Und dann geht's hier zu diesem blauen Levelpunkt. Die Dimension-Door. Aber die führt auch hier hoch zu Far East Sky, was ein normales Level wahrscheinlich ist. Dann würde ich sagen, machen wir. Das sieht halt nach drei Exits aus. Dann machen wir erstmal das da oben. Far East Sky. Gucken wir da mal rein. Das scheint einen normalen Exit zu haben, einfach nur. Press. In der Luft? Ich kann L und R jetzt gerade. Nur wenn ich fliege oder was? What? Ach, hä? Wie? Press L. Oh, wenn ich eine Shell in der Hand habe, kann ich die mit L und R loslassen, oder was? Ach du Scheiße. Okay, wir probieren es mal so. Wenn ich, es gilt wie immer, wenn ich den Spinjump nicht brauche, dann habe ich eine ganz gute... Ja, okay, verstanden. Dann habe ich eine ganz gute Möglichkeit. Oh je, das wird interessant. Ach so. Ich lasse die los, selber fliege ich aber normal weiter. Okay. Da ich dann ja nicht Spinjumpen muss, sollte das funktionieren. Das sollte dann tatsächlich steuerungstechnisch ganz gut funktionieren. Wir gucken mal. Ups. Ach, ich soll... Ich drücke immer selber dann die Flugtaste an der...
darf ich nicht. Ich soll nur die Shell loslassen, ohne selbst den Flug zu verändern. Multitasking. Grüne Münze auslösen. Nicht auslösen. Und da muss ich hochschmeißen, das Ding, oder was? Geht das dann auch? Mit L und R, oder wie? Okay, ja, hochschmeißen kann ich auch. Interessant. Coole Sache. Scheiße. Okay, das könnte interessant. Also, solange ich nicht spinjumpen muss, alles cool. Dann habe ich wirklich keine Nachteile. Erst ab dem Spinjumpen-Moment habe ich einen Nachteil. Weil dann wird die Tastaturbelegung schwierig. Huch. Okay, was jetzt? Okay. Das war halt neu, wusste ich noch nicht. God dang it. Das lief nicht so gut. Muss ich die überhaupt nehmen, die zweite? Kann ich die nicht einfach anstupsen? Oh, ich nehme die automatisch. Ja, gut, dann hat sich die Frage schon wieder geklärt. Ach, mein Gott. Nein, ich bin drüber. Mist. Mist. Aber es spielt sich gut. Spielt sich gut. Ich habe keinen Nachteil. Also wenn jetzt hier was schief geht, ist es aktuell vollkommen meine Schuld. Es spielt sich wirklich gut. Kann mich nicht beklagen. Mist. Nein, hochschmeißen, Kollege. Ah, ich muss hier wieder... Ja, ich hab's wieder vergessen. Ich muss da wieder Schwung aufnehmen. Ah, das war zu bald. Ich denke, ich muss mich wirklich an die Münzen halten. Die sind schon ganz gut gesetzt. Ah, hochwerfen. Ah, die Münzen sind schon, glaube ich, ganz gut gesetzt, was das angeht. Ja, doch. Hochwerfen. Kerl. Das war wieder zu bald. Siehst du, ich muss wirklich erst mit den Münzen. Erst mit den Münzen. Vorher nicht. Es ist tatsächlich richtig. Es ist tatsächlich richtig. Oh, wir haben den Mond gesammelt. Ich habe noch gar nicht das Secret genommen. Wir müssen uns noch das Secret von dem Mond angucken. Ah, es war zu... Okay, es war jetzt zu niedrig. Wir müssen uns das Secret von dem Mond ja noch anschauen. Ich kann es vergessen. Machen wir auf jeden Fall noch am Ende des Parts. Erinnert mich bitte dran. Cool. Midway Point! Nice! Chillig! Okay. Hey, das hat sich echt gut gespielt. Also, wenn es so bleibt, bin ich da voll zufrieden mit. Okay. Mhm, dann da unten hoch. Das war zu bald. Okay, dann da unten. Oh, da muss ich gut koordinieren. Ja, irgendwie so.
Ah, erst beim Hochfliegen muss ich werfen. Erst beim Hochfliegen muss ich werfen. Okay, erst beim Hochfliegen werfen. Vorher nicht. Erst beim Hochfliegen. Ups. Da! Ah! Ja, irgendwie so. Ja, und dann da hoch, okay. Und dann geht's da schon wieder. Boah, das wird jetzt richtig schnell hintereinander mit Shells laufen. Uiuiuiui. Okay. Nein! Das wäre gut gewesen, wenn ich rechtzeitig geworfen... ja, wenn ich... nicht zu bald geworfen... Och. Nicht zu bald geworfen hätte. Wo ist sie hin? Weg war sie. Nein, zu... Ah, okay. Es macht ja nichts. Also, wir kommen ja der Sache näher. Ich muss mich halt konzentrieren. Man muss wirklich sehr viel auf einmal machen. Und halt sehr schnell hintereinander. Hoch? Jetzt keine Ahnung. Okay, dann wieder hoch. Okay, dann muss ich da wieder runterziehen erstmal auf schnell. Ja. Mist. Oh, dass ich den nicht getroffen habe, wundert mich, aber ist okay. Dann ist das halt so. Runter! Und jetzt schnell runter. Okay, und dann da dann jetzt den Sturzflug wieder einleiten. Sind auch die gelben Münzen da zum Sturzflug, ne? Runter? Okay. Oh, da muss... Oh, ja, aber... Ja, richtig. Da muss ich aber richtig schnell reagieren. Ah, und dann da hochwerfen. Eieiei. Dann muss ich... Dann muss ich nach oben ziehen, flugtechnisch. Gleichzeitig nach oben werfen. Yo! Macht das die Tastatur überhaupt? Also kann ich diese Tasten gleichzeitig drücken? Die ich da drücken müsste? Ich hoffe ja. Weil ich kann nicht. Lass mich mal kurz was. Das muss ich mal kurz testen. Also kann ich? Ich muss ja nach, um nach oben zu gehen, muss ich ja. Nach links drücken. Ich muss aber auch nach oben werfen. Dafür muss ich nach oben drücken. Wie ich das denn jetzt geschafft? Mich selber abgeworfen. Oh Gott, das wird eine interessante Stelle. Ah, jetzt bin ich komplett unkonzentriert. Nee, nicht so. Aber genau das eigentlich, genau das, was ich gerade gemacht habe, war eigentlich das, was ich da unten machen muss. Also dann geht's. Dann geht's. Mist. Nein! Nein. Und während wir hier spielen, kommt gerade ein Kommentar zu dem Glitch-Level. Nicht Glitch-Level, aber zu dem Glitch-Part, wo ich geschrieben habe, wurde dieser Glitch verhindert. Und nein, der Glitch wurde nicht verhindert.
Es ist im normalen SMB auch so, der gelbe Cooper schießt immer aus der Shell raus. Dann wird aber vielleicht genau deswegen die gelbe Shell dahin gelegt, damit der Glitch gar nicht erst anzuwenden ist. Also damit der Glitch nicht hilfreich ist. Das könnte sein. Weil hätte er eine andere Shell hingelegt, eine grüne zum Beispiel, wäre es vielleicht nicht passiert. Wobei, nee. Nur weil es eine gelbe ist, hätte ich ja überhaupt erst den Glitch verwenden können. Also nein, ja, dann ist es einfach so. Okay. Ah! Ich frage mich halt, ob danach noch was kommt. Weil es ist dann schon ganz schön viel auf einmal. Nein! Nein! Lol. Ach Mann. Ah, ich krieg's nicht koordiniert. Ich schaff's nicht rechtzeitig wieder hochzuziehen. Ich glaube, ich muss erst hochziehen und dann loslassen, oder? Kann es sein? Hochziehen, dann werfen? Ich glaube, das ergibt mehr Sinn. Also wir tun jetzt mal so, wie wenn ich es nicht hochwerfen müsste. Und ich fliege einfach mal. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, das zu üben. Nein! Ich wollte nicht... Ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, nur zu fliegen. Und vielleicht schaffe ich den Hochwurf auch noch. Aber ich werde mich erstmal aufs Fliegen konzentrieren. So viel dazu. Nein, zu bald. So, also... Vergesst den immer. Mann, spring doch ab! Ich habe schon wieder erst geworfen und dann bin. Das ist genau, was ich meine. Ich will nicht erst werfen. Ich muss dieses Werfen abstellen. Jetzt mal nicht ans Werfen denken, sondern erstmal diese Flugkurve überhaupt üben. Sonst kommt man nicht weiter. Ja, weil die Flugkurve funktioniert nämlich noch gar nicht. So ein Ding ist das nämlich. Ich flieg noch nicht richtig. Ja, und jetzt noch hochwerfen. Genau, dann klappt's nämlich. Dann klappt's nämlich. Okay, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Das hätte ich leider eher mir eher einfallen müssen. Ja, das hätte mir eher einfallen müssen. Okay. Wie die einfach verschwindet, wenn man sie nutzt. Auch witzig. Mist. Mist. Also es ist schon wirklich eine sehr exakte Route, die man fliegen muss. Kleine Abweichungen verhindern dann schon, dass man es schaffen kann. Ja! Und jetzt? Okay. Und dann muss ich da nochmal stampfen. Das sieht aber nach Finale aus. Das sieht nach Finale aus. Okay. Aber nice, dass es funktioniert hat. Sehr, sehr gut. Nein. Ah, Mann!
Ah, ich. Es ist echt übles Multitasking vom Kopf her. F. Nope. Nein, zu bald! Junge! Mach nicht diesen. Nein, zu wenig. Ah, zu bald. Nein! Erst hochfliegen, dann werfen. Wie oft noch? Kann doch nicht so schwierig sein, diese Reihenfolge einzuhalten. Weil ich da nämlich, genau, ich habe da nicht genug Schwung mehr. Den muss ich wieder bekommen, den Schwung. Sonst funktioniert es nicht. Ich muss hier hoch genug kommen, dass ich da den Schwung mitnehme. Ah, viel zu bald. Da ist sie wieder weg, die Shell. Ich glaube, das ist vielleicht irgend so ein Glitch. Also, nicht ein Glitch. Ein das Verhindern eines Breaks. Weil man, keine Ahnung, sonst. Ist einfach wieder weg. Vielleicht ist auch einfach was ganz was anderes. Und keine Absicht. Dass ich das nicht zeitlich hinkriege. Es ist doch nicht so schwierig. Das war gut. Das war gut. Wenn ich nur nicht jetzt zu bald hochgezogen wäre, wäre es das gewesen. Ja, das war wieder schlecht. Nein, lauf doch nicht da rein! Zu langsam. Nein, hochwerfen! Okay, aber das war gut. Das war gut. Das ist ein Versuch, mit dem ich zufrieden bin. Weil der schwierige Teil, das Hochfliegen danach, der hat funktioniert. Ja, ich darf da nicht, ich drück da zu bald, das ist der Punkt, ich drück da zu bald, die Taste. Und das darf ich nicht. Man sieht es sogar an der Art, wie ich fliege. Dass das nicht passen kann. War ich nicht hochgeworfen gerade? Wahrscheinlich an die falsche Stelle. Wahrscheinlich habe ich genau den Muncher getroffen. Ja, wenn ich jetzt die Shell noch dabei gehabt hätte, dann wäre das cool gewesen. Okay. Aber hätte Fahrradkette. Ja, moin.
Nein, ich drücke mich. Wieder zu bald. Ja, zu langsam. Es muss so perfekt laufen. Nee. Oh, mach ich den wieder falsch? Nein! Wo hab ich ihn jetzt wieder dagegen geworfen? Falsch. Mann! Why? Yes! Okay, ich will kurz was gucken. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass da oben ein Mond ist. Okay, man konnte hier hochfliegen, aber es ist da kein Mond. Gut. Dann kein Mond. Bum, 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 bum. Shish! Aber apropos Mond. Wir haben noch einen Mond abzugeben. Oh, jetzt müssen wir diese Sprünge machen. Warte, da gehen wir gleich auf den zweiten. Ja, das geht. Okay, gut. Warum dreimal die Sprünge machen, wenn man es ja auch zweimal machen kann? Leaf at the end of Blossom Garden Gate. Ich habe noch einen Mond. Wait, was war jetzt Blossom Garden Gate? Leaf at the end of Blossom Garden Gate. Waren wir schon in Blossom Garden? Nee, ne? Leaf at the end. Missed or forgot something. Take this door back to room 1. Okay, da kann man dann alles nochmal lesen. Okay. Once you continue, you cannot go back until room 20. Okay. Hä? The previous room had a moon. Habe ich den eingesammelt und deswegen konnte ich weitergehen? Ja, ne? Also aktuell kann ich doch nicht... Wenn ich jetzt rausgehe, habe ich doch 10 Monde. Ich habe 11 Monde. Ups. Wie lange waren wir nicht mehr in dem Ding drin? The previous room had a moon? Ist irgendwo ein Mond versteckt oder was? Vielleicht wenn man hier runterrutscht weit genug? Nee. LOL! Was? Hagotten? Muss ich da weiterspringen? Kann ich da durch? Oder ist es einfach ein Gag, so nach dem Motto, hey, du bist zu weit gesprungen? Nee, da komme ich nicht weiter. Also ich meine, der Raum hier hat einen Mond, ja. Also in der Luft halt, so, aber... Wollt ihr noch woanders einen Mond haben? Ich bin irritiert. Ja, und Blossom Garden kann ich mich nicht erinnern, dass wir schon Blossom Garden hatten.
Thief at the End of Blossom Garden Gate. Also das müssen wir uns merken. Wenn ich irgendwas mit Blossom Garden lese, wissen wir Bescheid. So, jetzt gehe ich da rüber. Oh, da oben vielleicht. Ach, scheiße. Da kann man da hoch. Also über die Map. Map sage ich schon. Hm. Wie lange sind wir schon nicht mehr hierher gegangen? Oder haben wir jetzt einfach so viele Monde auf einmal gesammelt? Wie soll ich da hochkommen? Nee. Nein, ich will nicht da rein. Zurück. Nee, da kann man nicht hoch. Nee, das wäre komisch. Nee, also ich glaube, die meinen einfach den Mond da halt. Die verwirren mich total. Ich meine, aber der Mond ist überall. I don't know. Wenn wir jetzt einen verpasst haben, muss ich das halt nochmal machen. So, und hier kann ich jetzt noch nicht rein. Okay. So, Blossom Garden hat man noch nicht, ne? Wir gehen jetzt mal kurz alles hier durch. Blossom Garden kann ich mich nicht erinnern. Nichts hier war Blossom Garden. Nichts hier war Blossom Garden. Nee, nee, echt nicht. Okay. Wir gucken mal, ob wir noch Blossom Garden hier irgendwo kommt oder ob wir da wirklich noch viel weiter denken müssen. Hey, Leaf at the End of Blossom Garden. Okay, das ist das. Gut, Leaf at the End. Okay, müssen wir uns merken. Gut, wir wissen jetzt, wo Blossom Garden ist. Das ist schon mal gut. Leaf at the End of Blossom Garden Gate. Hm, okay. Nächstes Mal gibt's aber die Dimension Door. Danke fürs Zuschauen und tschüss.